ab, ihr geilen Clubschis. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Paragon. Und ihr seht es schon, ich spiele den neuen Helden, Quang oder Quang. Ihm ist die Hose ein bisschen zu eng. So, der ist heute rausgekommen. Ich nehme heute Abend auf, obwohl morgen Schule ist. Es ist schon 23 Uhr. Ich krieg hohen Pilz, aber ist mir scheißegal. Ich nehme das hier für euch auf. Dann habt ihr morgen nämlich was zu sehen. Und ja, ich spiele erstmal mit einem ursprünglichen Deck, wie man die halt normalerweise auch so findet. Also die vorgegebenen, was ich eigentlich immer so mache, weil ich erstmal gucken möchte, wie der Charakter überhaupt funktioniert, was der wie wo kann und macht. Und da sehen wir schon die Fähigkeiten. Viereck, Urteil des Himmels, Flächenwirkung, Schwert werfen und Pflanzen. Was? Ich soll Pflanzen werfen. 43,25 physische Schaden, zieht Feinde für 1,75 Sekunden heran. Okay, das brauche ich nicht unbedingt für den Dschungel. Ich nehme mal die Passiv erstmal da. 5 Lebensraub. 8 Lebensraub für mich, 5 für meine Freunde. Ja, komm. Nehmen wir erstmal Lebensraub. Ich denke, damit kann man ganz gut anfangen im Dschungel. So, baller mal weg den Scheiß. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich schon vermutet hatte von der Klinge, irgendwie ein bisschen asiatischer Abstammung. Das könnte man jetzt natürlich als rassistisch sehen. So ist es aber nicht gedacht, meine lieben Freunde, das könnt ihr mir glauben. Ja, aber ich hatte das schon vermutet, weil solche Schwerter, man sieht es ja auch schon hier, das hat irgendwie so einen asiatischen Touch. Also, keine Ahnung, Chinese, Japaner, ich glaube eher Chinese, wirklich. Ja, auf jeden Fall ist er ein Kämpfer. Deswegen spiele ich ihn hier auch im Jungle und verteile alles, was ich habe. Und der Lebensraub, der ist eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Also, hier bringt er jetzt natürlich noch nicht viel. Aber wenn man dann später auf einer Lane ist und gegen gewisse Gegner kämpft, oder einfach mal, hier, die Kugel kannst du haben. Oder einfach mal, hier, weiß Bescheid. Ach, hoppala. Gegen ein paar Minions kämpft. Sag mal, willst du jetzt auch mal, achso, das ist R1, hoppala. Ich drück die ganze Zeit falsch. R1, Flächenwirkung führt 63 Schaden zu. Im Umfeld von, fuck, ich bin fast tot. Okay, das war gerade das Schwert. Ja, ich muss mal kurz zurück. Die Fähigkeit können wir uns gleich nochmal angucken. Okay, die Animation sieht auch ganz nice aus. Wie er da ein bisschen mit dem Schwert rumtänzelt. Wie das halt nochmal bei Asiaten ist. Alter, ich hau hier voll die Klischees raus. So, R1, Licht des Himmels. Flächenwirkung fügt 63,25 physischen Schaden im Umfeld von Quangs Schwert zu, wo auch immer es sich gerade befindet. Was damit gemeint ist, ist, hier, wo ist das nochmal? Da, Viereck. Flächenwirkung Schwert werfen. Also ich kann halt mein Schwert werfen und da, wo mein Schwert halt ist, entweder habe ich es weggeworfen oder es gurkelt in meiner Hand rum, macht das halt Schaden und Rüstungsverstärkung kriege ich 22 physisch und 22, nicht elektrisch, magisch hier. Heißt das magisch? Energierüstung. So, genau so heißt das. Das ist schon nice. Also, das ist ein Held, der sich, denke ich, nicht allzu leicht spielen lässt. Also spielen kann man ihn natürlich, aber die perfekte Verknüpfung von den einzelnen Fähigkeiten, ich denke, da muss man ein bisschen üben, bis man das alles drauf hat. Ich habe gerade noch mal Lebensraub genommen, damit ich länger im Jungle rumgurken kann, was schon hilfreich ist, wenn man das mal so sagen kann. So, jetzt habe ich auch endlich meine 3 Kartenmacht hier zusammen. Ich habe halt noch nicht das Deck, womit ich sonst immer spiele. Also wenn ich bei Krux gucke, da schlage ich so schnell zu, da kannst du als Gegner nicht mal mehr Hallo sagen. Aber ich spiele halt immer, wenn ein neuer Held rauskommt, erstmal mit den ursprünglichen Decks, weil ich erstmal gucken möchte, wie muss ich das Deck überhaupt zusammenstellen, damit das gut mit dem funktioniert. Von daher erwartet diese Runde noch nichts Großes. Und oh ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich laber seit fast 5 Minuten alleine. Diesmal ist der Prime nicht dabei, beziehungsweise der Michael. Ich sag immer Prime, aber ich will mich an den Vornamen gewöhnen, kriegt das aber nicht wirklich hin, weil das ein bisschen ungewohnt ist. Aber da muss ich ein bisschen trainieren.
Das liegt daran, dass heute ein Update zu Rocket League rausgekommen ist. Dieses Aqua Dome heißt das, glaube ich. Ich bin nicht so bei Rocket League drin, also entschuldigt mich bitte, falls ich da irgendwas Falsches sage. Ja, aber das soll nicht so toll stören. Hi. Wir können ja auch so Spaß haben. Und das nehme ich dann halt alleine auf. Er will mir sie wegsnacken, Alter. Er will sie mir eiskalt wegsnacken. So, habe ich gerade mal mein Schwert geworfen. Und dann kann man sich das einfach wieder snacken. Was steht der da nur? Warum steht der da nur? What the fuck? Muss ich, glaube ich, nicht verstehen, hoffe ich. Denn wenn doch, habe ich ein kleines Problem, weil ich es nicht verstehe. So. Mach mal weg hier den Scheiß. Also hier kann ich halt mein Schwert hinmachen. Dann die R1. Dann kommt da so ein Sibbel. Also das ist schon nice, falls irgendein Gegner mal abhaut und man wirklich nur einen Millimeter dahinter ist und einfach nicht rankommt und du dir so den Arsch abbeißt, dass du kotzen willst. So, Wut des Himmels. Flächenwirkung, 256 Schaden, teleportiert zum Schwert, bevor Schaden zugefügt wird, sofern es gepflanzt ist. Also mit der Viereck werfen und dann kann ich mit Dreieck dahin teleportieren. Das können wir mal ausprobieren. Und verlangsamt minus 275 maximal Bewegungsgeschwindigkeit für 2 Sekunden. Alles klar. Ja, also ihr seht das schon halt auch an den Texten da, falls ihr nicht mitgekommen seid, kann ich natürlich Pause machen. Er wird ein bisschen tricky zu spielen sein, wenn man wirklich die Fähigkeiten perfekt optimieren will. Aber dafür denke ich, wenn man das drauf hat, dass er ordentlich abräumen kann. Also wirklich, ich glaube, der Typ wird echt eine harte Nuss im Kampf sein. Momentan hänge ich hier noch ein bisschen im Dschungel, um mich ein bisschen aufzuwerten. Damit ich euch dann demnächst auch gutes Zeug zeigen kann, wie ich Kills mache. Das werde ich dann auch demnächst mal machen. Ich glaube, ich nehme noch den Jungle hier mit. Und dann gehe ich erstmal irgendwo auf eine Lane, gucke, ob ich da unterstützen kann. Und dann gucken wir mal. Ich habe gerade irgendwelche Nahkampfangriffe gehört. Dachte ich, aber das ist nur er hier. Ich dachte schon. So, ja. Alter, ich saß hier auch echt 50 Minuten, um endlich ein Spiel zu finden, bei dem ich den Typen spielen kann. Weil echt jeder den irgendwie spielen wollte. Du Ficker, Alter. Du Ficker. Ich baller dich weg. Nein, er tötet mich, er tötet mich, er tötet mich. Scheiße, nein, nein, boah. Aber ich habe ihn noch gut gegeben. Wäre ich voll gewesen, dann hätte ich ihn getötet. So, ich nehme mal den Schlüssel kurz mit. Dann kann ich da nämlich links und rechts die Sammler noch an einmal bringen. Ich bin ja eh Jungle von daher. Was macht Grux da, Alter? Ist der kernbehindert? Muss ich nicht verstehen, oder? Nice. So, ich gehe mal links rüber. Unterstütze da ein bisschen. Und bring da dann in der richtigen Situation den Sammler online. Und dann gucken wir mal, was wir da noch machen können. Vielleicht können wir ja sogar mal ein bisschen Damage raushauen. Wir haben ja jetzt jede Fähigkeit freigeschaltet. Von daher kann man da mal gucken, was man da Schönes machen kann. Und das Gute ist halt auch, wenn man mal anguckt, zum Beispiel gegen Iggy und Scorch, wenn ich mich teleportieren kann mit meiner Viereck und dann die Ulti, dann hast du gegen Fernkämpfer einen entscheidenden Vorteil. Weil so hast du halt das Problem als Nahkämpfer, du kommst halt nicht wirklich ran. Je nachdem, welchen Helden du natürlich spielst. Aber mit den falschen Helden kommst du einfach nicht ran. So. Bam, Alter! Boah, der hat ordentlich gezwiebelt. Okay, der hat nicht ordentlich gezwiebelt. Irgendwie hat er nicht so viel Damage gemacht, wie ich gehofft habe. Sag mal, spielt der Typ Rüstung only oder was ist da los? Moment mal. Muss mal gucken, was er hat. Physischer Schaden, physische Durchdringung, physischer Lebensraub.
Okay, what the fuck? Warum hat das so wenig Damage gemacht? Habe ich da irgendwas hart verkackt oder was ist da los? So. Vielleicht hat er ja auch schon mehr Lebensraub genommen als ich. Wobei er auch die ein oder andere Fähigkeit schon hat. So. Also man sieht schon, man kann auch aus der Ferne ein bisschen Damage reinhauen. Falls man noch nicht im Kampf ist, einer wegrennen will oder man halt an Fernkämpfer ran muss, ist das echt mehr als useful. Also der Typ, der kann echt... Das ist echt so ein Charakter, der Spiele entscheiden kann. Wobei ich das auch gerne mal mit Krux übernehme, die Spielentscheidung. Was daran liegt, dass ich halt sehr viel Damage und Angriffsgeschwindigkeit habe mit ihm. Komm, zieh dich zurück. Zieh dich zurück. Zieh dich zurück. Alter Scheiße, da kann ich nichts machen. Junge, was machst du da? Er holt seine R1 raus, Alter. Ja, da hätte ich nichts machen können. Keine Chance. Gegen Steel und den Typen mit meinem Leben. Leider nicht drin. War leider nicht drin. So, 102 Damage an jeden gegeben da hinten. Und dann kann ich das Schwert auch wieder ranholen. Scheiße, der will mich haben. Boah, Alter, der macht hart Damage. Nein, fuck. Ach, komm, ey. Ich muss echt noch ein bisschen reinkommen, wie ich den spielen soll und alles. Also, ist meine erste Runde. Von daher, seid bitte ein bisschen nachgiebig. Oh, shit. Lieutenant Bitch kriegt Probleme. Komm, hau irgendwas raus. Oh, shit. Komm schon, lauf, lauf, lauf. Nein. Boah, hätte er das Messer nicht gehabt, er wäre vielleicht sogar davon gekommen. Und er kommt leider ein Tickchen zu spät. Scheiße. Ja, okay, er hat einen Kill. Kriegt er den anderen auch noch? Nee, den kriegt er nicht. Komm, zieh dich zurück. Zieh dich einfach zurück, ist egal. Hauptsache, du überlebst. Ich guck mal gerade, was im linken Jungle so abgeht. Was ich da alles so drin habe. Alter, gerade als ich anfangen wollte aufzunehmen, war es in meinem Zimmer kalt, weil ich habe eigentlich immer das Fenster offen. Dann habe ich das Fenster kurz zugemacht. Einmal kurz Heizung angemacht. Die Heizung nach 2 Minuten wieder ausgemacht und mir ist einfach so fucking warm jetzt noch. Das könnt ihr nicht glauben. Ich krieg hier gleich einen Anfall. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hau mal raus hier. 108 Damage, jawohl. Okay, ja, die Mitte haben wir verloren, aber wenn ich mir das so angucke, wir haben zwar noch keinen Turm weg, aber wir sind ziemlich im Vorteil, da wir halt rechts und die Mitte schon ziemlich down haben und links auch schon hart angeknackst ist. So. Ich glaube, ich muss mal öfters in den Jungle gehen. Ich dachte, wenn ich das hier nicht mache, übernimmt Krux das. Aber es sieht nicht wirklich so aus. Ja, Entschuldigung, den Mana-Buff habe ich genommen. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich ihn dir gelassen. Ich muss mal gucken, ob das wirklich so lange dauert, bis ich das Schwert kriege. Oder ob das daran liegt, dass ich einfach die R2-Taste gedrückt halte. So, rechts haben wir down. Nice. So will ich das sehen. Ich besser mal die Ulti auf. Und geh mal... Ah, ne, links ist er schon. Links ist Krux schon im Jungle. Aber ich gehe mal mittig. Mal gucken, was wir da jetzt so reißen können. Eventuell. Mal sehen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Minions, damit wir den Turm angreifen können. So, geh mal ein Stückchen zurück. Schade. Schade. Hätte ja klappen können. Aber da wollte er nicht zurückgehen. Da hat er es mitgekriegt.
Und er weiß anscheinend auch, wie die Fähigkeiten funktionieren. So. Aber da kann er jetzt nichts gegen machen. Ja, schlag mich, wie du willst. Den Turm kriegen wir. Warte mal, ich weiß gerade nicht, ob meine Ulti Sinn gemacht hat. Flächenwirkung. Ist das direkt aktiviert? Oder, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Demnächst. So, kommt, Jungs. Immer schön weiter krüppeln. Immer schön weiter knüppeln. Leute! Euer Ernst! Ich habe gesagt, immer schön weiter knüppeln. Oh, übel, übel, übel. Schwert! Ich brauch dich! Ah, scheiße. Okay, aber in der Mitte haben wir gut Damage gemacht. So, was kann ich hier aufbessern? Mana und Schaden. Na, lohnt sich nicht wirklich, oder? So, dann nehme ich mal davon nochmal eine mit. So. Okay, unser linker Sammler ist irgendwie fast down. Da haben wir ein bisschen drauf rumgeprügelt. Ich könnte den rechten eigentlich auch mal online bringen, aber ich bin halt noch nicht dazu gekommen, rechts rüber zu gehen. Ich werde jetzt auch erstmal links rüber gehen und Murdoch unterstützen. So, wie ging das nochmal? War das so? Nein. War das so? Da, ja. So, ich bin nach links unterwegs. Kumpel, ich komm. Halten Sie durch. Vielleicht kann er ihn ja schon mal ein bisschen aus der Ferne bearbeiten. Ich weiß nicht, soll ich durch den Dschungel gehen? Nee, macht eigentlich keinen Sinn. Denn er wird ihn zurückdrängen. Oh shit, Alter. Oh shit. Hi, Leute. Mein böser Bruder ist da gegenüber. So. Es hat ein bisschen Schaden gemacht. Das ist schon mal gut. Ich glaube, mit dem ist Angriffsgeschwindigkeit sehr gut. Da du halt mit jedem Schlag... Alter. Lebensraub kriegst. Also ich krieg jetzt 15 Lebensraub. Voll aufgebessert. Ich denke, das macht schon Sinn. So kann man die Leute auch echt nice ein bisschen aus der Ferne bearbeiten. Ich sollte vielleicht auch mal mein Schwert wiederholen. So. Ach, scheiße. Oh, üble Kombi, Alter. Aber guck mal hier. Nee, scheiße. Nicht guck mal hier. Ich wollte gerade mein Viereck machen, um wegzukommen. Also mein Schwert werfen und dann meine Ulti, um wegzukommen. Quasi um zu überleben und nicht um Damage zu machen. Aber das hat leider nicht so ganz funktioniert. Alter, du Sack, ey. Ja, guckt euch mal an die den Lebensraub, den ich hier kriege. Das ist schon nice. Und wenn ich dann so richtig schnell zuschlag, wie ich mit Grux mache. Eieieiei, meine lieben Freunde. Das kann wehtun. So. Okay, auf dem Turm ist das nicht so erfolgreich. Aber naja. Das kann ich ja benutzen, um dann die Feinde so ein bisschen aus der Ferne schon mal zu bearbeiten. Oh oh. Wollen die uns jetzt holen? Wollen die uns holen? Nein. Okay. Denn wenn ich mir mal so unseren Stil angucke da, also den gegnerischen, dann hat er schon ein bisschen Damage Intus. So, okay. Ich weiß nicht, habe ich hier Quang getroffen? Weiß ich gerade nicht. Alter, geh nicht so nah ran. Alter. Fucker. Da kann ich nichts machen. Keine Chance. Ja, Entschuldigung. Da konnte ich leider nichts tun. Da wäre ich auch tot gewesen. Wir sind halt im Level ein bisschen über uns, glaube ich.
Ja, Stil ist 11 und Quang ist 12. Und ich bin Level 10 gerade mal. Also. So. Ich habe Angst, dass die hier gleich kommen. Ach, da sind Minen. Okay. Also so leicht kommt er nicht an mich ran. Er ist halt so ein Charakter, der sich später echt selbst heilen kann, wie es auch Chimera kann, aber halt ein bisschen schwächer, würde ich sagen. Aber schon hilfreich trotzdem. Keine Frage. So, hier viel Spaß mal mit den Minions. Scheiße. Ich hab da was gehört, Alter. Oder war ich das mit meinem Schwert? Kann auch gewesen sein. Im rechten Pfad hat er. Ja, ich kann jetzt nicht. Oh. Nein, ich habe leider kein Mana für meine Ulti. Ah, scheiße. Ah, ich wäre davon gekommen. Scheiße, Mann. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Muss halt echt noch gucken, wie ich mit dem spielen muss und alles. Ah, komm, weißt du was? Hier, scheiß mal da drauf. Da kann ich mir lieber was anderes holen, was mir mehr hilft. Ich habe halt auch nur ein gewöhnliches Deck hier. Also, ich denke, ich werde auf jeden Fall noch mal ein paar Runden mit dem spielen, auch in der Aufnahme dann. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie das richtig läuft mit dem. Ist halt so eine kleine Vorstellungsrunde hier, wie alles wo funktioniert und so.